Hast du irgendwelche Themen mitgebracht, die dich interessieren? Nö, mal gucken. Machst du ganz spontan? Ja, aus dem Bauch heraus. Nee, aus dem Kopf heraus. So wie du, Tilo. Bist du so einer, der immer nur zuhört? Zuhören hat nie geschadet. Warum bist du jetzt nicht reingelassen? Hä? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten, Herr Jung? Ist das sicher gehandicapt? Ja, die haben die. Das ist aber. Ja, da kommt. Mit der Regierung spricht. Sie sind ja immer hier. Das ist schon mal gut. Haben Sie was Aktives? Ja, das ist ja eine Notiz. Unzufrieden? Nie. Nie? Nie. Mit deinen Fragen oder mit den Antworten? Sowohl als auch. Oder auch weder noch. Das ist sehr ehrlich. Ja. Du kannst doch nicht so freundlich zu den Sprechern sein. Bitte? Du warst gerade so freundlich zu den Sprechern. Du musst doch sehr kritisch. Ja, aber kritisch ist ja keine Frage von freundlich oder unfreundlich. Ich möchte ja gerne Antworten haben. Und meine Fragestrategie ist eigentlich eher, die Leute dazu ermutigen, dass sie Antworten geben. Haben wir unterschiedliche Fragestrategie? Mit Sicherheit. Ja? Ja. Ich bin aber auch 35 Jahre älter als du. Du meinst, da komme ich jetzt noch hin? Who knows? Es gibt ein paar Parallelen, wenn ich mal zurückdenke. Ja? Ich war auch nicht immer freundlich. Ich bin es auch heute nicht immer. Also man muss schon immer überlegen, wo welche Verhaltensweise die angemessene ist. Brauche ich gar keinen Zeitdruck auf dich ausüben. Teiler kann nur wieder meckern. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Komm, film jemand anders. Halt mal. Er kann lachen. Gut. Ich lache den ganzen Tag, außer wenn Tilo dabei ist. Was stört dich an Tilo am meisten? Nee, sage ich nicht. Kein Kommentar. Das ist keine Schulstunde. Als erstes stört mich. Jetzt, du gibst jetzt, am meisten stört mich an Tilo genau das Gleiche, was sie an dir stört, nämlich wie er die Kamera haltet. Gut. Ja. Also du hast das gerne ein bisschen draufsichtig. Du hast jetzt, wenn du sagst, keinen Kommentar, dann gibst du den Regierungssprecher. Ne? Die machen das manchmal auch gerne. Ja. Ja. Ist das, weil du nichts sagen darfst oder nichts sagen kannst oder nichts sagen willst? Weil es dem Format schaden würde, wenn ich was sagen würde. Teile der Antwort. Genau, könnten die Bevölkerung das Publikum verunsichern. Ja, vom Regierungssprecher lernen heißt Siegen lernen. Oder? Siegen lernen. Gut, ich hole Kaffee. Ja. Hallo, drei Cappuccino. Jawohl, hallo. Alter, haust du da rein? Ich mag keinen Kaffee, ich will nur wach bleiben. Du hast jetzt gerade noch ein Hintergrundgespräch geführt. Ja. Hast du noch was rausgefunden? Ja. Nee, das ist aber andersrum gelaufen. Mit uns wurde ein Hintergrundgespräch geführt. Ne? Nicht, dass, ne? Wir konnten uns nicht dagegen wehren. Wir standen hier und haben geraucht und dann kamen Leute an und. Ja. Was hast du denn gelernt? Ich habe gelernt zum Beispiel, dass Hintergrundgespräche Hintergrundgespräche sind und aus dem Inhalt von Hintergrundgesprächen nicht weiter erzählt wird. Und dass Tilo immer zu nah dran ist. Immer. Sieht viel besser aus, ne? Leute, schreibt mal in die Kommentare. Tilo, du warst doch dabei. Du kannst doch jetzt ein Selfie machen und selber erzählen, was du Selfie. Ein Selfie. Dreh die Kamera um und erzähl, was du aus dem Hintergrundgespräch erfahren hast. Ich habe heute gelernt, dass wir vergessen haben zu fragen, was der deutsche Botschafter in der Türkei die letzten Tage so alles gelernt hat von der türkischen Regierung so in Sachen Panzer und so. Von wem hast du das gelernt? Von wann? Von wann? Ja, von wem hast du das gelernt? Wer hat dir das erzählt? Anonyme Quellen. Aus Kreisen der Bundesregierung? Aus Kreisen. Erzähl uns mal, was sind diese Kreise überhaupt? Ja, das sind Kreise. Du weißt doch, was Kreise sind. Kreise sind Linien, die in einer schönen Rundung immer am Ende zu ihrem eigenen Anfang finden und dadurch endlos sind. Deswegen spricht man ja auch von der Verkreisung der Politik. Im Regierungsviertel können aber auch zwei Punkte einen Kreis bilden. Ne? Absolut. Wie euch allen schon aufgefallen ist, wurschtelt Tilo ja gerne mal Sprichwörter durcheinander.
wie zum Beispiel eben X und O vormachen. Ja. Ja. Gut, daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er weiß, woher das, eigentlich wird es ja ausgesprochen, man solle sich kein X für ein U vormachen lassen. Woher das kommt. Thilo, weißt du es? Nein? Möchtest du es wissen? Dann guck doch mal auf Google. Let me Google that for you. Sag doch mal. Gut, es hat was zu tun mit den alten römischen Zahlen. Das X steht für die 10 und das U, eigentlich als V geschrieben, steht ja für die 5. Oh. Und manchmal haben dann in Kneipen, wenn dann angeschrieben wurde, die Zahl der Getränke, wenn da ein X stand für 10, wenn dann einer die Zeche nicht ganz bezahlen wollte, hat er vielleicht die unteren beiden Balken weggestrichen, also weggewischt, und dann stand da nur noch ein U. Und wenn der Wirt das nicht gemerkt hat, dann musste er nur die Hälfte, nämlich nicht 10, sondern nur 5 Drinks bezahlen. Sozusagen ein alter Schwindel mit Kreide und Tafel. Daher kommt das. Ist da eigentlich Hanf drin? Nee. Not yet. Nur hier. Die erste Levi's war auch aus Hanf. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ey. Die war aus Hanf? Ja. Vielleicht Flachs? Hast du schon mal gekifft, Hans? Nein. Guck mal, wer grinst. Naja, es hat einen ganz simplen Grund. Ich habe ja nie auf Lunge geraucht. Hm. Und wenn du nie auf Lunge geraucht hast, dann geht Kiffen gar nicht. Ich habe es mal probiert und es mündete in einem endlosen Husten. Das ist ja, wäre ja auch Geldverschwendung dann gewesen. Er grinst. Tiefen Zug auf Lunge genommen. Was ist mit Joe Cocker? Ja, du wolltest, Ausgangspunkt war ja, dass du, nachdem irgendwelche Menschen aufmerksam beobachtet haben, dass ich mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs bin, was ich als natürlich empfinde. Ja, was ich als natürlich empfinde. Manche, oder einer hat gesagt, oh, das ist aber ein ganz harter. Daraufhin fragt ein Thilo, was machst du denn Hartes am Wochenende? Und dann habe ich gesagt, das erinnert mich an ein Interview, was ich mit Joe Cocker geführt habe, weil, als ich noch ein bisschen jünger war und auch Jugendfunk im Radio machte. Das ging nämlich so, Joe Cocker, nach einem seiner vielen Abstürze, hatte dann eines seiner vielen Comebacks. Und ich hatte die Ehre, da ein erstes Interview fürs Radio mit ihm führen zu können. Dann hatte ich großartig überlegt, Joe Cocker, der Kerl, der aus Sheffield kam, der mal Klempner gelernt hatte, also sozusagen ein Kind der Arbeiterklasse, und habe ich ihn gefragt, ob er denn manchmal heute noch daran denkt, wie sein Weg war als ehemaliger Proletarier, nun ein Pop-Titan und so. Und dann guckte er mich völlig fassungslos an und sagte, what are you talking about? The only thing I'm interested in, which worries me, that I can't get a hard one. Was war dein Highlight heute? Schulstunde von Herr Seiber, also nicht Schulstunde. Ist hier keine Schulstunde, Herr Jung. Na, ist das ja auch nicht. Ja. Wir versuchen ja immer noch herauszufinden, wie restriktiv die Bundesregierung nicht Waffen exportiert. Mhm. Weil momentan, also ich glaube, sie wissen selber nicht genau, ja. Aber angeblich wird ja nicht an die Beteiligten des Jemen-Krieges exportiert momentan. Ja. 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 Wir versuchen halt gerade herauszufinden, wer das ist, wer daran beteiligt ist. Gucken Sie doch nach. Ja, da kam die Antwort, gucken Sie doch nach. Dann kam die Nachfrage, also die... Na, nicht spoilern, nicht spoilern. Okay. Ja. Ihr sollt ja einen Grund haben, die Rugby-Card zu gucken. Ja. Guckt erst nach, wer die Beteiligten am Jemen-Krieg sind. Und dann guckt ihr die Regierungspressekonferenz.